Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Erfahrung mit so viel Publikum, bin schon leicht nervös, muss ich sagen. Bin ich nicht gewohnt, ja, weil im Studio sind wir zu dritt. Maximal ein Regisseur. Wir werden uns bemühen, dass es möglichst unterhaltsam wird, aber dafür sorgen die beiden Herren. Sie sind Garanten dafür, dass da gleich die Fetzen fliegen. Ich glaube, ich muss sie nicht vorstellen. Sebastian von Mena und Gerald Goss. Und nachdem ja die letzten Tage ein bisschen was los war, am meisten los ist natürlich im Aufcenter, aber auch abseits des Aufcenters tut sich ein bisschen was. Es gab eine Nationalratswahl, es gibt Koalitionsverhandlungen oder noch nicht offiziell und es gibt einen Bundespräsidenten, der zumindest gestern noch niemanden den Regierungsauftrag gegeben hat. Und jetzt ist natürlich die große Diskussion, ist das richtig oder ist das ein Fehler? Sebastian, wir starten traditionell immer mit dir. Was sagst du dazu? Ja, vielen Dank, Niki. Schön, dass Sie hier sind. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte mit einem, was wir am meisten gefragt werden, na, wir gehen nicht was trinken nach der Sendung. Und vorher auch nicht. Ja? Also wir sind keine Freunde, der Herr Groß und ich, aber das werden Sie wahrscheinlich eh sich schon gedacht haben. So, abseits dieses kurzen Regieeinwands, das war mir schon wichtig, ja? Weil ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, ich muss ehrlich sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Ja? Also, ich bin lustig, aber nicht deppert. Ja. Aber wenn ich also, die Frage war, ist es korrekt, dass Alexander Van der Bellen keinen Regierungsauftrag an Herbert Kickl gibt? Ich finde das, was er jetzt gerade macht, sinnvoll. Warum? Er hat gesagt, innerhalb von einer Woche sollen die Leute die Karten auf den Tisch legen, sie sollen sagen, ob sie eine Koalition machen wollen oder nicht. Nicht monatelang Scheinverhandlungen machen, damit die noch länger auf ihren Posten sitzen, weil es eh klar, dass die ÖVP möglichst lang auf der Regierungsbank sitzen möchte. Aber ich finde es richtig zu sagen, setzt euch hin, redet offen drüber und ich glaube, wenn sie innerhalb von einer Woche nicht entscheiden können, ob sie eine Koalition machen wollen oder nicht, dann wird es in ein paar Monaten auch nicht besser. Also insofern finde ich gut so und ich bin gespannt, was nächste Woche dabei rauskommt. Gerald, was sagst du zum gestrigen Kurzauftritt des Bundespräsidenten? Naja, stellen wir uns einmal eine Sekunde lang vor, im Jahr 2024 wäre Norbert Hofer, Walter Rosenkranz oder ich Bundespräsident geworden. Und wir würden in der Hofburg stehen und würden den Stimmenstärksten den Regierungsbildungsauftrag nicht erteilen. Dann würde zur selben Zeit, wo wir hier diskutieren, das erste Lichtermeer der sogenannten Demokraten am Heldenplatz stattfinden, die alle sagen, in der Hofburg sitzt ein Faschist, ein Autokrat, der die Demokratie mit Füßen tritt. Aber wenn es der grüne Gerontokrat macht, der geriatrische Patient aus der Hofburg, der in Wahrheit das Wahlergebnis nicht ernst nimmt, der den Wählerwillen mit Füßen tritt, und nicht einmal die einfachsten Usancen dieser Republik, die in Wahrheit die Schönheit dieser Verfassung ausmachen, einhält, dann sagen alle, er ist ein super Typ. Er ist ein ganz ein großer Taktiker, der alte Herr. So, das Einzige, was der noch kann, sind 3 Schachteln Marlboro am Tag. Aber das ist keine Leistung für Österreich, weil die Tabakindustrie haben wir eh schon längst ins Ausland verjagt. Ja, aber ich glaube, so viel weniger rauchen Sie auch nicht, oder? Ja, aber bei mir kommt hin und wieder neben dem Rauch was Gescheites außer. Bei dem hast du wirklich den Eindruck, dass er mit Joe Biden in der Pflegestufe 7 besser wohl aufgehoben wird. Bevor das ausartet, wie soll es denn jetzt weitergehen? Jetzt gibt es einmal Gespräche, aber was dann? Er muss ja früher oder später wieder irgendjemand einen Regierungsauftrag geben müssen. Oder was ist deiner Meinung nach da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zu erwarten? Schau, ich finde es korrekt, dass der Herbert Kickl gesagt hat, er fühlt sich jetzt quasi beauftragt, mit den beiden anderen zu sprechen. Das ist gut, er sucht um ein Gespräch an. Ich nehme an, es wird keiner abheben, wenn er anruft, weil halt keiner mit ihm eine Koalition bilden will. Insofern werden die Verhandlungen relativ kurz sein. Wir werden Ende nächster Woche hören, dass ÖVP und SPÖ sagen, sie können sich keine Koalition mit der FPÖ und der Herbert Kickl vorstellen. Mit der FPÖ ja, aber halt leider nicht mit Herbert Kickl. Und deswegen wird es dann relativ bald einen Auftrag geben, dass sich ÖVP und SPÖ einen Partner suchen, um eine Dreierkoalition zu bilden. Finde ich das gut? Na, ich bin auch kein Fan von einer Dreierkoalition. Aber mir ist immer noch lieber, es gibt eine Dreierkoalition von Leuten, die zusammenarbeiten wollen, als man spannt Leute zusammen, die einfach nicht wollen. Das macht vielleicht auf der Bühne Spaß und Sinn, aber es macht auf der Regierungsbank funktioniert das nicht. Also wir haben jetzt die letzten 5 Jahre das Beste aus 2 Welten erlebt. Das Beste von 2 Welten hat uns an den Abgrund geführt. Die höchste Rezession, die Inflation, sind heute ja viele Leute da, die wenigsten können sich in Wahrheit noch den Konsum leisten. Wir haben Kreditzinsen von 8%, die Lebensmittelkosten haben sich verdreifacht, vervierfacht, sie sind explodiert.
Leasingraten kann sich keiner leisten, die Mieten sind selbst im roten Wien durch die Decke geschossen. Das ist das Beste aus zwei Welten. Wir haben die Corona-Geschichte bis heute nicht aufgearbeitet, während Deutschland die RKI-Files veröffentlicht hat, ist das alles bei uns versiegelt, dieser Schwachsinn, der uns zwei Jahre lang die Grund- und Freiheitsrechte gekostet hat. Wir sind also durchaus in einer schwierigen Situation. 350.000 Arbeitslose, die Automobilzulieferindustrie reißt gerade die Haxen weg, weil die Deutschen mit ihrer Klimahysterie und mit dem Green Deal in Wahrheit uns die wertvolle Industrie kaputt machen. Und Sie sind der Meinung, dass das Beste aus zwei Welten schon schlecht war für Österreich, das haben Sie auch auf Sendung am Dienstag immer gesagt, und plädieren jetzt für das Beste aus drei Welten. Das ist ja wieder Herr Spock von Enterprise, der politische, das Beste aus drei Welten. Im Übrigen, Sie schauen immer ähnlich, wenn ich das sage, wenn mir das gerade so einfällt. Ich habe es immer mit Don Camillo verwechselt, aber ich komme. So, also, Herr Dr. Bornmänner, irgendwann ist Schluss mit lustig. Die Leute erwarten sich keine Taktierei. Sie haben gewählt und es war der Usance, den Stimmen stärkst Macht zu geben, auch eine Autorität zu geben, verhandeln zu dürfen. Und dann sehen, ob die Österreichische Volkspartei quasi lieber mit der Sozialdemokratie, mit dem Herrn Babler, der gerade vom Herrn Fuß durchgeschnitten kopiert, oder mit dem entzündenen Blinddarm, dem Appendix in Rosa, den Neos, oder ob die Österreichische Volkspartei zu dem steht, was sie die letzten Monate gesagt hat. Sichere Außengrenzen, weg mit der illegalen Migration, mit Migranten, die kriminell geworden sind, hin zu einer Unterstützung unserer österreichischen Wirtschaft, Senkung der Lohnnebenkosten. Das wird haben und in der Hofburg in Wahrheit ein ständiges Taktieren und Pokern, nur damit sie es über die steirische Landtagswahl schaffen, weil dort geben ihnen dann 1 Million Menschen das nächste Mal eine auf den Zutz. Also, ich glaube, Sie haben das sehr eindrücklich, wie jeden Dienstag, auch jetzt wieder auf den Punkt gebracht. Das ist der Grund, warum es keine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl geben wird. Weil solange Leute wie Sie in der FPÖ was zu sagen haben, gibt es keine Koalition mit der FPÖ. Na, Sie sind der beste Freund von der FPÖ, entschuldigen Sie, treten. Na Herr, Sie machen jeden Tag Wahlkampf für die FPÖ. Sie können jetzt nur in der FPÖ und das ist echt keine Auszeichnung. Ja. Aber wie auch immer, der Punkt ist der. Ich bin ja in Wirklichkeit für eine FPÖ-SPÖ-Koalition. Also ich fände es super, wenn wir mal die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen gemeinsam was machen würden, weil dann könnte man sehen, ob die Freiheitlichen wirklich sozial sind oder nicht. Ich glaube es ja nicht. Aber wurscht. Nur das Problem ist, solange in der FPÖ Leute sind, die alle anderen beschimpfen, du kannst nicht zuerst sagen, das ist eine Mumie, der ist senil, das ist eine Moslem-Mama und so weiter. Das ist lustig, aber das kannst du nicht ernst nehmen. Solange in der FPÖ Leute glauben, so mit anderen Menschen umgehen zu können, ist mit denen keine Regierung zu machen. Sie müssen sich entscheiden, wollen sie ernst genommen werden, dann hören sie auf zu reden, dann kann man vielleicht eine Koalition mit ihnen machen, oder sie machen weiter, reißen es den Todel runter, dann brauchen sie aber nicht weinen, wenn keiner mit ihnen zusammenarbeiten will. Sorry. Ja, es tut mir für Sie sehr leid, Herr Dr. Bornmänner, aber ich bin nicht Mitglied der Freiheitlichen Partei. Aber es stimmt, ich habe dort Freunde. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich auch Freunde. Ja, ja? Ich bin wirklich keine Freunde, haben Sie vollkommen recht. Ihnen hat man ja als Kleinkind ein Fleischlaberl um den Hals hängen müssen, damit wenigstens die Hunde mit Ihnen spielen. Das war ja bei mir so, nicht so. Ich war immer ein beliebter Mensch an sich. Ich bin auch ein sehr leutseliger Mensch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es war der österreichische Bundeskanzler oder der Kanzlerdarsteller Karl Nehammer, genannt Schmähammer, der Herbert Kickl in einer laufenden Plenarsitzung das Du-Wort entzogen hat. Verstehen Sie, oder? Es ist das politische Establishment durch Sie vertreten, das seit 4 Jahren keine Gelegenheit auslässt, Herbert Kickl als braunen Kameraden, als blauen Kameraden, als Neonazi, als Rechtsextremer zu beschimpfen. Es war das politische Establishment, das vor 25 Jahren, heute ist der Todestag von Al-Qaida, Gott hab ihn selig, gemeint hat, mit Al-Qaida können wir niemals etwas machen, und die gleichen, die mit Al-Qaida niemals etwas gemacht haben, haben gesagt, lebe wohl, Heider, Jörg, du warst ein großer Staatsmann. Es sind dieselben, die mit Heinz-Christian Strache nichts zu tun haben wollten, die dann eine Koalition mit ihm gemacht haben. Ein Wahlkampf ist kein Mädchenpensionat. Auch diese Sendung ist kein Mädchenpensionat. Da setze ich mich mit Ihnen. Also es gibt dann auch eine staatspolitische Verantwortung. Was ich will, ist, dass die politischen Parteien nicht an ihr eigenes Fortkommen denken, ans Parteipolitische, sondern die staatspolitische Verantwortung im Mittelpunkt haben und rasch eine stabile Koalition bilden. So, apropos Koalition. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Dreierkoalition, das ist die wahrscheinlichste Lösung. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit einer blau-schwarzen Koalition. Das schließt der Karl Nehammer derzeit mit Herbert Kickl aus. Bei der Dreierkoalition ist das Problem, dass der dritte Partner, die SPÖ, gerade in Selbstauflösung ist. Gestern hat der Rudi Fussi verkündet, er tritt gegen Andreas Babler an. Ist eh die Frage, ob gesponsert von Herbert Kickl, weil das ist eigentlich der Einzige, der derzeit profitiert von dem.
Kann man mit so einer SPÖ derzeit überhaupt koalieren? Schwer, ja, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, du musst dir die SPÖ in Wien ein bisschen differenzieren von der Bundes-SPÖ und ich bin echt kein Freund von manchen Leuten in der SPÖ Wien. Also das ist echt nicht unbedingt eine Partie, mit der ich mich wahnsinnig gut verstehe, weil ich finde, dass auch in Wien einiges schief läuft. Aber dass es auf Bundesebene abläuft in der SPÖ, ist ja das Problem, dass sie nicht wissen, wer sie sein wollen. Und ich verstehe auch, dass in einer Zeit, wo man nicht weiß, wer das Gegenüber ist, es auch keine stabile Regierung geben kann mit einer SPÖ. Deswegen bin ich ja der Meinung, die SPÖ soll in Opposition gehen. Sollen in Opposition gehen, sollen sich erneuern, sollen rausfinden, ob der Rudi Fussi, der Andi Babler, der Hans-Peter Doskozil sind oder vielleicht die Katze von Gerald Groß, der neue Vorsitzende von der SPÖ wird. Kann ja alles sein, ist ja alles möglich, ja? Gibt es ja Mitgliederentscheid. Aber das ist, glaube ich, die Antwort, die die SPÖ finden wollte. Ich bin nach wie vor der Meinung, es braucht eine starke Sozialdemokratie. Ich habe Ihnen das in fast jeder einzelnen Sendung gesagt, ohne die Sozialdemokratie und die Errungenschaften in den 80er, 90er Jahren würden Sie nicht hier sitzen und übrigens auch nicht. Also wir können dankbar sein, dass die SPÖ gab, aber das, was sie jetzt gerade abzieht, ist eine Schweinerei. Und deswegen verstehe ich Menschen, und ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie waren immer Sozis. Sie haben immer sozialdemokratisch gewählt, aber sie können jetzt einfach nicht mehr. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann ihnen das nicht übel nehmen. Und ich möchte mit einem Missverständnis ausräumen, wir haben das vorher darüber gesprochen. Nicht jeder, der die FPÖ wählt, ist rechtsextrem. Natürlich nicht. Aber wenn der Herbert Kickl von sich selber sagt, er ist stolz, als Rechtsextremer bezeichnet zu werden, dann müsst ihr schon akzeptieren, dass man das kritisiert. Bei Männern, Sie haben eine eingeschränkte Wahrnehmung, aber das ist ja nichts Neues. Ja? Der Zerblick. Er hat gesagt, wenn man mich als Rechtsextrem bezeichnet, der in Wahrheit keinen Unterschied zwischen Rassen hat, der eigentlich nur sagt, Gute und Böse und die Bösen will ich nicht, der anerkennt, dass sehr viele Menschen die letzten 30, 40 Jahre, 50 Jahre nach Österreich gekommen sind, die nicht hier geboren worden sind und in Wahrheit einen guten Beitrag zu diesem Land leisten und waschechte Österreicher geworden sind. Wenn das mittlerweile rechtsextrem ist, dann trägt es wie einen Ohren auf seinem Revier. Aber ist vollkommen wurscht. Schauen Sie, Herr Dr. Bormänner, wir reden über die Sozialdemokratie. Ich weiß schon, das ist Ihnen total unangenehm. Ja? Zuerst haben Sie den Babler unterstützt, das ist ja Ihr überhaupt nicht unangenehm. Bei sich zu Hause haben Sie eine kleine Stalin-Figur im Nachtschirm sitzen und am Nachtkastel den Lenin. Und der Büdel, wo die Madonna ist, haben Sie heute den Herrn Babler. Sie haben und den Putin im Regal. Und jetzt rennt ja, Ihnen, also ja, der ist um einiges besser, das möchte ich Ihnen auch sagen. Der hat wenigstens eine absolute Mehrheit. Ja? Der weiß, wie das funktioniert. Jedenfalls, daher, jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Der Herr Babler rennt gerade nach hinten aus, okay? Der Herr Babler ist genauso kaputt, wie die Frau Rendi Wagner nach 4 Jahren kaputt war. Der hat sich schon jemand Viktor Adl seine Gruft gesichert. Weil die Partie ist kaputt. Stellen Sie sich jetzt vor, der Rudi Fussi, mein erster Diskussionspartner, wobei man sieht, das kommt zu etwas Besseres nach. Stellen Sie sich vor. Ja, da muss ich den Sebastian schon verteidigen. Ja, nein, ey, stimmt, das tue ich auch. Das tue ich auch. Ich entschuldige mich bei Ihnen. Gegen Rudi Fussi sind Sie selbst der Honigschlecken. Aber der Rudi Fussi provoziert jetzt eine 3-monatige Mitgliederbefragung. In der Zwischenzeit verhandelt der Herr Blabler mit dem Herrn Nehammer Koalition. Dann muss der durch eine Mitgliederbefragung, die 3 Monate dauert. Dann macht er vielleicht nur eine Mitgliederbefragung über das Koalitionsabkommen. Ja, wie vertrottelt kann man das noch machen? Die haben eh schon keine Wähler mehr. Die Leute rennen ihnen reihenweise davon, aber sie bringen er selbst nicht einmal mehr professionell hin, einen ordentlichen Außenauftritt zu garantieren. Und zu deiner Frage, Herbert Kickl hätte ihn gesponsert. Nein. Frag nach bei Hans-Peter Doskozil, der etwas heisere Carbone aus dem Burgenland. Ein Freund Rudi. Ja. Na, wenn du mal was brauchst, dann kannst du mich. So, oder den Herrn George Sturnauer, der mit einer blonden Faschistin aus Italien als linker Antifaschist seine Nächte um die Ohren schlägt. Dann fragst du bei der SPÖ Oberösterreich noch, bei der SPÖ Niederösterreich und dann bist du in Wahrheit eh fertig. Die SPÖ ist mittlerweile eine Sekte geworden, die sich nur mehr selbst zerstört und in Wahrheit auch der Rest der Bevölkerung nicht mehr wahrnimmt. Jetzt machen wir was Besonderes. Normalerweise haben wir eine Werbepause. Das müssen wir heute nicht machen. Ja? Zwischendurch vielleicht noch ein bisschen einkaufen gehen im Aufcenter. Das wird den Herrn Scheider fragen. Aber wenn wir mal so viele Zuschauer da haben, würde mich interessieren, probieren wir mal eine Live-Umfrage. Wer ist denn hier für eine Dreierkoalition? Bitte mal applaudieren. Wer wäre für Blau-Schwarz? Jetzt bevor du den Herrn Lasafe immer beschäftigst, der mit seinem
mit seinem Nachtschirm, weiß ich nicht, aus dem Kaffeesud liest, gehst einmal in der Woche in Auhof, dann hast du eine gute Umfrage. Ja, das machen wir künftig im Auhof-Center. Wer ist für Neuwahlen? Noch einmal wählen. Gut, okay, also gibt eine klare Meinung hier, gut zu wissen. Wir kommen zu unserem zweiten Teil. Was müsste eigentlich eine nächste Regierung überhaupt anpacken? Was sind denn die großen Themen, die deiner Meinung nach jetzt, unabhängig davon, welche Regierung es ist, die jetzt am Tapet stehen? Was muss, Stichwort auf Wirtschaftsstandort, aber auch andere Probleme, die wir haben, was sind die ersten Themen, die da abgearbeitet werden müssen? Ja, also wenn wir jetzt mal das Migrationsthema außen vor lassen und uns auf die Wirtschaft konzentrieren, wir können gerne über Migration und Integration sprechen, gerade in Wien, ja. Aber wenn es um Wirtschaft geht, ist meiner Meinung nach, und da unterscheiden wir uns wirklich diametral und auch die FPÖ von der SPÖ, ich bin halt der Meinung, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Hackler, genug gezahlt haben und genug zahlen. Und ich bin der Meinung, dass es ein paar Leute gibt, die viel zu viel Geld haben und von denen sollte man es nehmen, damit man die Bildung, die Gesundheit und so weiter finanzieren können. Ich weiß, das mögen sie nicht. Ich weiß, Mathe-Schiss ist heilig bei ihnen. Ich weiß, alle Reichen sind heilig bei ihnen. Aber ich bin halt der Meinung, das Ganze funktioniert nur dann, wenn alle sich beteiligen. Und wenn die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 40-50% von ihren Einnahmen hergeben müssen und so viele Leute Reallohnverluste haben, dann sollen die Reichen gefälligst auch was hergeben und ihre Konzerne vor allem. Und das sage ich auch in einem Einkaufscenter, ist mir wurscht, ich bin der Meinung, die Konzerne gehören stärker besteuert. Gerne mit der FPÖ gemeinsam, das könnten wir gemeinsam machen. Schauen Sie, zu Ihrer sogenannten Reichensteuer sage ich Ihnen jetzt Folgendes. Wir sind heute zu Gast bei Peter Scheider und seinem Sohn auch Peter Scheider. Ich nehme an, das ist ein grenzgeniales Einkaufszentrum, riesig. Seiersberg ist längst nicht so groß. Ich schätze, das wird einen Buchwert haben von 150 Millionen Euro. Also nach Ihnen fällt da schon, der Peter Scheider ist schon ein mehrfacher Millionär. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der zu Hause viel Privatvermögen hat. Das alles ist sehr viel wert, was er gebaut hat mit Krediten. Jedes Monat Kredite zurückzahlt, schaut, dass die Shops alle funktionieren, dass das sauber ist, dass das ein cooles Angebot ist. Du weißt gar nicht, was der sich als Gewinnausschüttung rausnimmt. Aber Sie sind der Meinung, er soll 50% zahlen. Oder im Zweifelsfall, sofern ihn das zeitliche segnet, soll sein Sohn 50% zahlen. Kommt er quasi mit der sozialistischen Motorsäge daher, schneidet einmal quer durchs Einkaufszentrum durch und sagt dem Wiener Schnitzelgesicht, dem Herrn Ludwig, hat die eine Hälfte des Einkaufszentrums, dass es abwirtschaften kann und das andere darf privat weitergeführt werden. Und das ist das Gleiche wie beim Mathe-Schitz. Der Mathe-Schitz hat tausende österreichische Arbeitnehmer, die der beschäftigt. Die sind alle in Wahrheit glücklich. Auch der Stronach hat tausende Arbeitnehmer beschäftigt und hat sich sogar an den Gewinnern beteiligt. Und jeder war in Wahrheit zufrieden. Die einzigen, die Unfrieden gestiftet haben, waren irgendwelche Betriebsräte, die geglaubt haben, sie müssen sich ständig wichtig machen und 20.000 Euro in der Gewerkschaft kassieren im Monat. So, das Wichtige ist, dass du in dieser Situation einen gesunden, nachhaltigen Arbeitsplatz hast. 350.000 haben es in unserem Land nicht mehr. Ihnen raubt man im Übrigen die ökonomische Freiheit, dass Sie unbeschwert an einem regnerischen Donnerstag in ein Einkaufszentrum gehen können und mit Ihrem mehrfach versteuerten Geld, von den 50%, das für die Finanz- und für die Sozialversicherung abdrucken, Sie wenigstens da neue Schuhe leisten können. Und Sie kommen dann als Nächster und sagen, na 50%, 54%, viel zu wenig, Daumen schrauben für die Menschen noch mehr, Sie sollen 80% zahlen am Ende. Und ich sage, damit vertreibt man in Wahrheit nur Betriebe. Wir diskutieren heute schon wieder, da gibt es jetzt eine lustige Diskussion. In Deutschland hat sich ein Unternehmer gegen die AfD ausgesprochen. Ja, hat dann einen massiven Umsatzeinbruch gemacht, weil er ist ja sein Patriot. So, und jetzt kommt es drauf, dass er alle seine Betriebsstandorte schließt und sie nach China verlegt. Wissen Sie, was Österreich einmal gehabt hat? Die Gabor Schuhindustrie in Spital an der Drau, die Textilindustrie in Vorarlberg, die Pharmaindustrie, wo wir wirklich pharmazeutisch auch attack waren. Wir haben so viel in unserem Land produziert und die Hochsteuerpolitik hat alles verjagt. So. Und jetzt hast du halt da Amazon. Und das will ich nicht. Ich will die österreichischen Unternehmen, die Klein- und Mittelbetriebsunternehmen, die das Land gestützt haben und nicht die mit einer Steuerpolitik in den Ruin treiben, währenddessen man dann, und da gebe ich Ihnen recht, währenddessen man dann Nespresso und wie die alle Hasen aus der Steuerlast außerlässt und die Großkonzerne aus Amerika, die eigentlich dort viel verloren haben. Aber da sind wir ja einer Meinung. Also ich glaube auch... Sie wollen immer alle besteuern. Nein. Ich sag, schau, ich glaube, also ich finde das super, dass Sie so viel Werbung machen für den Besitzer des Einkaufszentrums. Ich nehme an, das hat sich entsprechend ausgezahlt für Sie. Das ist auch gut so, nein, das ist auch fair. Ja, ich finde, das ist ein wirklich schönes Einkaufszentrum. Ich kriege immer Schmerzensgeld, wenn ich nein, passt schon. Das ist nicht unangenehm sein. Ich weiß, Sie brauchen viel Geld. Kein Problem. Also, aber Sie müssen eines verstehen, lieber Herr Groß.
Ich bin der Meinung, dass Leute, die 100, 200 oder 500 Millionen Euro haben, wenn sie das auf die nächste Generation übertragen, 5% zahlen können. Ich glaube, das ist zumutbar. Was ich nicht verstehe, ist, dass 95% der Österreicher nicht einmal irgendwas haben, das sie ihren Kindern vererben können, während gleichzeitig eine super kleine Elite, und wir reden hier von 100 Leuten, wir reden vielleicht von 500 Leuten, wir reden nicht von ihrem Nachbarn, wir reden auch nicht vom Einkaufscenterbesitzer in der Wirklichkeit, ja, weil Betriebsvermögen eh zum Großteil ausgenommen ist. Wir reden von den Leuten, die so wahnsinnig viel Geld seit 300, 400 Jahren besitzen, dass sie nicht mal wissen, was damit machen sollen, dass deppert spekulieren und Leute auspressen. Und das will ich nicht mehr. Und dass da die FPÖ nicht an meiner Seite steht, das enttäuscht mich von ihr. Also an ihrer Seite steht gar keiner, außer ihre Familie. Aber das ist jetzt nicht überraschend, das muss ich jetzt abbedenken. Schau, sie können nur Untergriffe. Nein, ausschließlich. Nein, ich stelle ja nur fest. Ich gebe Antworten, Sie machen Untergriffe. Ich stelle ja nur fest. Sie fragen sich, warum ich nicht an Ihrer Seite stehe und ich sage, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der deppert ist. Ich muss wieder kurz die Diskussion einfangen. Argumente in mehr. In einem hat er recht. Herr Doktor, keine Argumente mehr. Herr Dr. Ballmeiner. Flasche leer. Ich weiß schon. In einem haben Sie recht. Schauen Sie, wenn Sie das gesamte Kapital versteuern, das in Wahrheit sich hier nicht an unsere Steuergesetze hält, das in Wahrheit woanders im Ausland versteuert, dass hier in Wahrheit keine Arbeitsplätze in Stiftungen stecken. Sage ich Ihnen vollkommen recht. Aber dann, oder zum Beispiel gemeinnützige Stiftungen in eigennützige Stiftungen. Im Altviertel bauen, wie Sie zum Beispiel. Stiftungen. Also wer in Wahrheit Stiftungsprivilegien für sich in Anspruch nimmt. Gut, das ist ja mal selber ins Knie schießen. Passt, freut mir. Nein, Herr Dr. Ballmeiner, da bin ich der Erste. Da bin ich der Erste, der sagt, warum soll Amazon und Google und wie die alle heißen, nicht da, wo sie hier in Wahrheit ihre Umsätze schreiben, auch hier ordentlich versteuern. Da haben sie mich. Aber wissen Sie was, ich bin ein gelernter Österreicher, ich bin ein bisschen älter schon als Sie. Bei uns in Österreich hat es immer so angefangen. Da hat man gesagt, man braucht ein bisschen Geld, da gibt es eine kleine Gruppe, von denen holen wir es uns. Die kleine Gruppe hat sich verschüsst und dann hat man gesagt, jetzt kriegen wir aber kein Geld von der kleinen Gruppe. Also machen wir das gesamte Gesetz für alle anderen auch, damit wir wenigstens zum Geld kommen. Und immer wenn in dem Land es heißt, du besteuerst Reiche, ist am Ende der Mittelstand dran. Das verstehe ich. Immer wenn du in Österreich an der Steuerschraube gedreht hast, bist du bei 50-52% Steuerbelastung gewesen. Die meisten spüren es gar nicht. Warum? Wissen es nicht. Spüren wir uns es, wissen sie, weil sie nie auf ihren Lohnzettel aufschauen. Weil wenn einmal einer ordentlich seinen Lohnzettel lesen wird und einmal den Unterschied zwischen Brutto und Netto und dem Auszahlbetrag kapiert, was da passiert, das, dann fragt ihr wirklich, ob es mittlerweile in einer kommunistischen Diktatur lebt. Da haben Sie aber vollkommen recht. Wichtiger Punkt, Lohnnebenkosten senken. Wäre das was, wo du sagst, das müsste jetzt passieren? Na, selbstverständlich. Also ich glaube, Reiche zu besteuern, wie gesagt, wir reden ja von Superreichen, ja, die gibt es bei uns, wirklich mehr als genug. Das geht, ist ja kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir noch mehr Geld reinholen, damit die Parteien sich noch mehr finanzieren können. Ich finde, die bekommen eh schon genug. Es geht darum, natürlich die Menschen, die nichts haben, zu entlasten. Es geht darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten. Es kann nicht sein, dass wenn du in Wirklichkeit 2000 Euro brutto verdienst, der Arbeitgeber 3000 Euro pro Monat zahlt und bei dir kommen 1500 an. Also das ist ja das Doppelte quasi, was aufgegeben werden muss für das, was bei einem reinkommt. Das ist krank. Und wir sind auch in Österreich in einem der Länder, das am meisten Arbeit besteuert, aber am wenigsten Kapital besteuert. Und das ist ja genau das, was ich sage. Ich sage, besteuern wir doch endlich das Geld, das deppert rumliegt. Besteuern wir doch endlich diejenigen, die seit 300 Jahren einen Wald mit 10.000 Hektar haben. Während sie eigentlich immer... Ich glaube, die kennen sie alle, die Leute. Ja. Na, ich weiß, ich werde jetzt keine Namen nennen, Herr Groß. Aber nein, mache ich nicht. Aber das sind Ihre Freunde. Und das weiß ich ganz genau. Sie brauchen nur immer jenes Fahrzeug fahren, mit wem es gerne jagen geht. Das wäre die Antwort. Kann jeder gerne googeln. Ja. Aber das sind die Leute. Und die gehen mir auf die Nerven. Und wenn Leute seit 300 Jahren davon leben, dass irgendwer unter Napoleons Zeiten ein Land zusammengestohlen hat und dass Kinder und Enkelkinder immer weiter vererbt, während die meisten Leute nicht einmal wissen, wie sie ihre Mieter zahlen. Nein, das geht mir auf die Nerven. Ja. Und dass sie das nicht unterstützen, das verstehe ich nicht. Nein. Das verstehe Herr Dr. ich nicht. Männer. Wissen Sie was? Sie üben sich wieder in Ihre großen sozialistischen Floskeln und haben in Wahrheit von der Realität keine Ahnung. Sie waren einmal vor ein paar Jahren der Meinung, dass man fest mit der Buchenholz um 3000 Euro beim Amazon auch kaufen kann. Ich erinnere Sie daran, natürlich. Kann sich jeder erinnern. Ich habe gesagt, dass es verkauft wird um 3000 Euro. Zwischen 70 und 90 Euro geschlichtet sogar kriegen Sie es. Aber ist wurscht. Wenn Sie glauben, Herr Dr. Ballmeiner, wenn Sie glauben, dass 20 oder 50 Hektar Wald, jetzt ernsthaft, in der heutigen Zeit, bei den Schäden im Wald, was wert sind. Oder dass man dort etwas nachhaltiger rausholt. Und wenn Sie glauben, wenn man glaubt, dass man reich wird, wenn man die Habsburger
die wenigen, die es noch gibt, mit der großen Nase und mit dem hervorstehenden Kinn besteuert. Das sind Ihre Freunde, oder? Die Republik Österreich reich wird, dann darf ich Sie daran erinnern, dass ca. 90% des habsburgerischen Vermögens mit den Habsburg-Gesetzen 1918 eingezogen worden sind und diese Familie bis heute niemals in Österreich restituiert worden ist, während dessen Tschechien, die Slowakei und Polen sehr wohl restituieren. Wollen den Adligen noch was zurück? Nein, will ich nicht, aber was willst du denn Nockerten ausziehen? Also es tut mir leid, Herr Gross, aber... Das Schloss Schönbrunn gehört auch dem Wiener Schnitzelgesicht, ja, ja, wenn Sie es genau wissen wollen. Nein. Ja? Das gehört der Republik Österreich. Ja, aber die ganzen Schlösser in Österreich, die was wert waren, die interessant werden, gehören mittlerweile der Republik Österreich. Sie glauben immer, wir müssen jetzt Sisi und Kaiser Franz Josef besteuern, dass wir reich werden. In Wahrheit ist das alles ein Blödsinn, Herr Dr. Bormena. Wenn es den Menschen in dem Land gut geht, wenn der Konsum wieder anspringt, wenn wir aus dieser Rezession, in der wir uns befinden, im Wirtschaftsrückgang den Menschen wieder mehr in ihrer Geldtaschen lassen, dass der Konsum wieder funktioniert, dass der Handel auch wieder funktioniert, dass die Produktion wieder funktioniert, dass unsere Industrie wieder funktioniert, dann gibt es auch vermehrte Steuereinnahmen. Genau, brauchen wir die der Wahnsinn des Budgetdefizits ist ja derzeit, dass keiner mehr Geld hat. Und mittlerweile kommt der Staat selber drauf. Haben wir vielleicht den Esel zu oft getreten, dass er jetzt nicht Herr mehr zahlen kann. Muss man trotzdem Informationen geben, die 100 Reichsten im Land haben in den letzten 3 Jahren während jeder einzelnen Krise ihr Vermögen um 30% steigern können. Also es gibt genug Geld in Österreich, ist einfach nur verdammt falsch verteilt. Sorry. Machen wir was dagegen. Das haben Sie bei der Französischen Revolution auch geglaubt. Wenn Sie glauben, dass der Marie Antoinette mit einem abgeschlagenen Kopf unser Budget... Wissen Sie, wer die größten Budgeträuber in dem Land sind? Das ist nicht der Herr Mateschitz. Das ist nicht der Karl Habsburg. Der größte Budgeträuber heißt Magnus Brunner, der vor der Wahl sagt, unser Budget ist vollkommen in Ordnung, die Konjunktur wird anspringen, die Steuereinnahmen sprudeln nur so und 4 Tage nach der Wahl sagt, ich habe 30 Milliarden Euro irgendwo verloren. Das ist eine Sauerei, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also, die größten Verlotten in dem Land sind die Politiker und jene, die sie auch noch verteidigen. Na bitte, das müssen wir ausnutzen, dass die zwei sich einmal einig sind, oder? Waren wir aber jetzt nicht einig mit ihm, aber... Beim Budget war es ja gar nicht, oder? Ja, aber auch eine sehr gestörte Wahrnehmung. Gut, wir sind am Ende angelangt. War eine hoffentlich für alle unterhaltsame und kurzweilige Diskussion. Jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Jeden Dienstag gibt es das Ganze auf OE24TV zu sehen oder die ganze Woche über natürlich auch auf OE24.at, beziehungsweise auch heute gibt es ein gutes Programm bei uns im Fernsehen, die neue Umfrage, unbedingt einschalten. Jetzt gibt es bitte noch einen kräftigen Abschlussapplaus für Sebastian Bormena und Gerhard Gross. Vielen Dank fürs Zuhören. Nachdem das so gut ankommt, können wir das vielleicht öfters machen. Werden wir mit Herrn Scheider reden. Wären Sie dafür? Ja! Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag und anschließenden Abend wünschen wir.